und ihren Mann arbeitslos gemacht. Ohne die Spende könnte sich die siebenköpfige Familie nicht über Wasser halten. Wenn Leute sagen, dies sei das reichste Land der Welt, dann vergessen sie uns, die Familien mit geringem Einkommen. Die reichen Familien haben Geld, aber uns lässt man jeden Tag kämpfen. Monat für Monat wurden die Schlangen vor den Tafeln immer länger. Bei rund 50 Millionen Amerikanern war das Essen knapp, darunter 15 Millionen Kinder.